Wir befinden uns im Jahr 2035 und es sind 9 Monate seit der ersten Meldung über Infizierte vergangen. Bewohner von Großstädten wurden innerhalb kürzester Zeit infiziert, aufgrund der hohen Bevölkerungsdichte. Die ersten Infizierten waren noch nicht besonders schnell oder intelligent. Die Infektion breitete sich deshalb nur bedingt langsam aus, bis das Virus sich weiterentwickelte. Die Glücklichen, die immun waren, haben die Städte verlassen, verstecken sich jetzt in Wäldern oder in zurückeroberten Kleindörfern von den Infizierten. Die Menschheit litt unter einer großen kollektiven Depression. Aber das Schlimmste ist erst jetzt eingetroffen. Nahrungsvorräte und grundlegende Ressourcen wurden knapp. Überlebende begannen damit, eine Miliz zu gründen und die Städte zu plündern, um Vorräte und Technologie zu bergen. Solch gefährliche, aber auch profitablen Aktivitäten begannen Resultate zu zeigen. Einige Milizsoldaten begannen bald mit dem Handeln mit Ressourcen, was es erlaubte, Siedlungen wieder aufzubauen und die Lebensqualität zu verbessern. Die Arbeit bei der Miliz war ein sehr populärer Job. Ich hätte immer atmen. Sehr populärer Job für die jungen Leute. Sie reparierten reparierten unter anderem Schienen und dadurch entstanden eine großes Schienennetzwerk, so begann auch der Transport und das Handeln mit Ressourcen in größeren Distanzen, um neue oder wieder errichtete Siedlungen beim Aufbau zu unterstützen. Vor einigen Wochen habe ich einen Job als ein Fahrassistent bei der Deutschen Bahn, der überführenden Überlebensbasis in unserer Region bekommen. Das Leben schien besser zu werden. Bis zum heutigen Morgen. Laut. Scheiße, was ist hier los? The zombies at the gate. Scheiße. Und damit herzlich willkommen zu Zombie Pirscher. Pirscher. Was ist hier Zombies. Was ist hier los? I need to grab my shoes, hallo? And find some kind of weapon. Das Stoff. Mit. Ah, ich wollte gerade sagen, Klopapier müssen wir immer mitnehmen. Das machen wir mal dazu. In den Fall der Fälle hier. Oh, ein Basie. Ein Basie ist geil. Oh ja. Yeah. Das Rucksack zum Gewicht. ZB-Gewicht. Ja, ne? Eine Taschenlampe, sehr nice. Draußen ist Zombie. Wir nehmen alles mit, was geht. Irgendwie geht mir der Signalton auf den Sack. Ist nichts drin. Shit. Scheiße. Captured by zombies. I need to get out of here. Fuck. Wir müssen hier weg. Hallo? The only working car in the base crashed into a tree. Oh, Geld! Was ist das? I
should grab whatever supplies are here. Sehr vielleicht vorher wie möglich mitnehmen und mich dann zum Zug durchschlagen. Der beste Weg führt durch den Lagerbereich der Basis. Oh, ein Flatscreen, die müssen wir mitnehmen. Puh, hier, ein Gym haben sie hier. Geil. Lass mal boxen. Alter, diese geht mir auf den Sack. Schokoriegel. Noch ein Schokoriegel, geil. Eine Dose Fisch, geil. Das ist eine Dose Ananas oder Mais? Ne, Dosenbohnen, okay. Dosenbohnen. Aus der Tüte. Bevor wir rausgehen. Gut. Jetzt dorthin. Kommen wir schon mal hier rein. Da steht ein Infizierter, okay. Okay, cool. Huh. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich das eher gemacht. Hallo. Okay, Freunde, es geht los. Plastikabfälle. Ich nehme alles mit, was geht. Ich habe gedacht, ich komme ja wenigstens von hier aus da rein, weißt du? Aber. Bestimmt ein Secret. Inventar. Wie kann ich. Inventar. Steht hier da? Schaden 6, Schaden 10, okay. Ich glaube, wir prügeln alle Zombies weg. Schnauze. Peter. Sind wir am Leben, oder? Oder ich sollte vielleicht aufpassen. Ich sollte vielleicht nicht jeden Zombie unboxen. Kann das sein? Ich muss glaube da drüber, ne? Aber ich will auch alles mitnehmen, was ich kann. Die sind bestimmt alle noch ready. Oh, einen Arm abgeschlagen. Oh, wow. So, ja, Zombie-Apokalypse, hier liegt die Foto von dem, okay. Sind die jetzt tot oder sind die jetzt tot? Der ist nicht tot. Das mit der Range muss ich erstmal rauskriegen. So, den hat man auch. Die Kopfhaut massiert, so. Bist du am Leben?
lebst scheinbar nicht mehr. Ah, okay. So. Da da da. Oh, hier der A-Team-Van, ne? Geil. Oh, das ist ein SWAT-Johnny. Das große Problem, was ist Problem? Das große Arschlochverhalten jetzt wäre, wenn die jetzt wieder aufstehen würden. Ne? Mensch, scheiß Fliegenvieh. Ich denke mal, das kann man alles hier brauchen, nicht? Gehe ich jetzt einfach mal von aus. So, hier gibt's nichts. Warte mal, das kann ich aber noch weiter. Okay, hier ist alles voll mit Zombies. Da drüben rennt noch einer gegen links. Hä, war der von uns auch schon da? Bist du noch ein lebender Zombie? Das gedroppt. Eine Wasserflasche. Nice. Jetzt müsste ich echt aufpassen, ja. Nee, dass hier keine Musik mehr kommt, das wäre echt schlecht. Die Frage ist, kann ich den dort einfach umkloppen, den Swatch-Backer? Den hat's irgendwie die Visage ge. Okay, das ist das. Wie kann ich springen? Öffnen. Holz. Wie kann ich das schneller rübernehmen? Brauchen wir alles. Leer, leer, leer. Das ist nur ein Zombie. Kann ich hier rein? Nö. Oh, hier Plastemüll noch. Ja, komm her, Baby. Ich hau dich kaputt. Eins. Zwei. Au. Zwei. Aus der Reinbrein. Du bist stinkst, Mann. So, Moment. Hier haben wir noch einen brennenden Autowagen, Gedönse. Oder drüben brennende Häuser, brennende Wolkenkratzers. Level up. Nice.
Hier müssen einer. Es lohnt sich doch noch ein bisschen rumzugurken hier. Stehst du gleich auf? Nö. Wow. Wow. Krüppelt hier jetzt noch einer rum? Da krüppeln noch viele rum. Aua. Alter, jetzt hab ich gerade gedacht, hinter mir ist einer. Bäm, in dein Gesicht. Hirnsplitter, Stille. Ah, siehst du, das ist also eine Ausweichbewegung. Bist du tot? Du siehst aus, als wärst du tot. Hier müssen wir noch rein, ne? Bam, in dein Gesicht. Woo. Hallo? Oh, Stoff. Stoff ist gut. Nimm mal alles mit. Eine Dose Duni-Fischi. Also wir haben schon 23 jetzt, ne? Wir dürfen nicht mehr. Schlüssel für den Speisekammer. Okay. Was sind die Schlüssel für die Speisekammer? Ah, ist es der Schlüssel für das dort hinten? Wie komme ich dort hoch? Schlüssel für die Speisekammer, das klingt so wie... Das könnte ich dann dort hinten rein. Jetzt müssen die alle wieder aufstehen. Ja, moin! Eine Handgranate. Ein Bogen. Pfeile. Schallplatte. Obwohl, eigentlich kann ich den ja hier drinnen lassen, weil den brauche ich ehrlich gesagt, ne? Nice. Wir nehmen den mal halt vorsichtshalber mit, wer weiß. Ah, alles klar. Geil. Siehst du, es lohnt sich. Wenn ich jetzt einfach durchgerannt wäre, hätte ich das nicht gekriegt. Nice. Ich will aber jetzt mal dort rausgehen. Mal sehen, was hier so ist. Ob ich dort hochkomme? Hallo? Wie kann ich denn eigentlich springen? Und dein Arsch.
Wie ist denn das jetzt hier, Leute? Kann ich jetzt hier einfach... Hä? Du weißt schon, also wie ist denn das jetzt hier? Kann ich jetzt hier einfach weitermachen oder was? Upsi. Ne, wie ist denn das? Ich weiß, ich muss zu dem Zug, aber wieso kann ich jetzt so lange draußen rumrennen? Hier kann ich bestimmt dann Zapfi Zapf Zapf machen. Okay, in der Map gibt's. Nee. Ich guck grad mal, ob ich den Pfeil finde, den ich hier geballert habe. Ich glaube eher weniger. Du bist zu weit vom Zug entfernt, okay. Hallo, Freunde? Energy Drink. Alter, was wir schon alles haben. Hallo? 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 Niemand da? Gut. Oh, Chips. Gewusst. Arschloch. Wir können sowieso bald nicht mehr aufnehmen hier. Ist bald Ende im Gelände. Wir haben schon übelst viel Zeug mit, ne? Wir haben zwei Pfeile noch. Ich dachte gerade, ich habe ihn gehört. Oh, Geld. Geld hat schon mal null Gewicht. Munition. Alter, wir haben. Machen wir das Ding hier. Alter, hier gibt's massig Zeug, ne? Noch mehr Munition. Pistolenmuni. Wieso kann ich die Taschenlampe nicht anmachen? Okay.
Hä? Ich verstehe nicht, warum ich die Taschenlampe nicht benutzen kann. Also wir können hier runter, können wir schon mal nicht. Brauchen wir Batterien oder sowas? Okay. Keine Ahnung. Also ich schätze mal, hier sollte man nie weiter rennen. Rennen wir auf der Brücke. Ich würde dazu gerne wissen, wie weit man jetzt kommt, so ohne Zug. Ich meine, wir müssen dann langsam zum Zug, weil die Zeit sorgt. Halleluja. Lass uns noch schnell hier zur Brücke rennen. Mal sehen, was hier noch so abgeht. Ein bisschen Plastimmel. Okay. Also wenn wir verfehlen, dann gehen die Dinger instant putt putt. Würde sagen, wir stehen dort oben. Aha, wir können nicht mehr aufnehmen. Gut, dann verfatzen wir uns mal zum Zusch. Drüben ist unten. Göllim. Schon mal herausgefunden, wie man springt. Warte mal. Option, Steuerung. Space ausweichen. Steht hier irgendwas von springen? Sprinten, ducken. Upsi. Baumenü ist B. Achso, das Baumenü geht schon mal in die Steuerung. Aber springen geht gar nicht, oder? Verwenden, E. Ja, nach oben. Hebel nach oben. Hebel nach unten ist Z. Alles nehmen ist F. Achso, okay, F ist Ausrüstung. G ist Ausrüstung. Stärke. Looten. Aber wieso geht denn kein Springen? Da kann man noch ein Stück looten. Ich glaube nicht, dass du über die ganze Brücke rennen kannst, oder? Die ist bestimmt dort vorne irgendwo zersprenkelt. Das ist zwei. Okay, das ist ziemlich schwer. 1 Kilo. Ja, moin. Nice. Wir müssen uns dann zum Zug begeben, ne? Alter, Benzinkanister ist zu schwer. Jetzt fast geklappt. Der Benzinkanister ist doch zu schwer. Was für ein Scheiß. Wir können über die ganze Brücke rennen. Ah, shit.
müssen zum Zug. Ich weiß gar nicht, wo der Zug ist. Ist er überhaupt hier? Hier ist doch kein Zug. Der ist bestimmt da drüben. Ey, hier ist doch kein Zug. Jetzt schon mal nicht weiter. Hä? Ich raff's gerade nicht. Ich würde sagen, danke fürs Dabeisein und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Danke, ciao. Hui. Wir müssen unbedingt zum Zug, ne? Das wird dunkel. Oh. Bis gleich.